Im Juli in Südfrankreich. Es herrscht gnadenlose Hitze, wie in vielen Teilen Europas. Der Wein braucht zwar die Trockenheit, aber langsam macht sich Weinbauer Claudéric Prat doch Sorgen. Noch leiden die Reben nicht unter der Trockenheit. Doch wir sind noch nicht bei der Weinlese. Ich habe schon Angst, dass sie durstig werden. Für die Zukunft setzt er auf Bäume. Ich bin überzeugt, dass die Bäume etwas bringen werden, sonst hätte ich es nicht gemacht. Auch in Deutschland entdecken immer mehr Landwirte die Agroforstwirtschaft. Aber Bäume und Landwirtschaft, geht das zusammen? Pionier Christian Duprat ist davon überzeugt. Anfang April 2022. Seit über 30 Jahren forscht Christian Duprat hier auf seinen Versuchsfeldern von Restinclair nahe Montpellier über Agroforstwirtschaft, der Kombination von Landwirtschaft und Bäumen. Er und seine Mitarbeiter messen heute den Grundwasserspiegel. Der Klimawandel ist sehr, sehr sichtbar in der Region. Zunächst einmal die Temperaturen. Wir haben jetzt sehr regelmäßig bis zu 40 Grad. Und wir haben einen Rückgang der Niederschläge, vor allem im Frühjahr und Frühsommer. Und das ist sehr, sehr schlecht für die Feldfrüchte. Diese Kombination führt dazu, dass sie immer mehr unter Wassermangel leiden. Davor können die Bäume sie schützen. Agroforstwirtschaft will Acker- und Forstwirtschaft miteinander versöhnen. Und zwar so, dass beide voneinander profitieren. Indem das Getreide nahe an die Bäume herangesät wird, sind diese gezwungen, tief zu wurzeln. So entsteht zwischen den flachen Wurzeln des Weizens und den Tiefen der Bäume keine Konkurrenz. Die Bäume spenden Schatten und schützen vor Austrocknung. Das Wasser ist im Moment 6 Meter tief. Aber wir hatten einen sehr trockenen Winter, deshalb haben wir zu wenig Wasser. Das Grundwasser sollte viel höher sein. Noch ahnt hier keiner, dass es dieses Jahr noch schlimmer wird. Und das ist vor allem dramatisch für den Weinanbau, von dem die Region hauptsächlich lebt. Immer mehr Weinbauern geben auf im Languedoc, das ein traditionelles Weinanbaugebiet ist. Wenn Christian Duprat im nahen Anbaugebiet Pic de Loup unterwegs ist, sieht er den frisch gepflanzten Wein, der besonders unter dem Klimawandel leidet. Die Pflanzen haben große Schwierigkeiten, sich zu etablieren. Deshalb haben die Landwirte in einigen Fällen Bewässerungsanlagen installiert, die viel Wasser verbrauchen. Aber die Reben sind empfindlich. Wenn sie die Bewässerung nur einmal vergessen, leiden sie enorm, weil sie flache Wurzeln entwickeln. Während die Reben in Agroforstwirtschaft viel tiefer wurzeln. Das neue Bewässerungssystem, mit dem Wasser aus der Rhone hierher gepumpt werden soll, ist äußerst kostspielig. 10.000 Euro pro Hektar. Dabei ist der Wassermangel nicht das einzige Problem. Die immer höheren Temperaturen führen dazu, dass die Reben zu früh reifen. Die Trauben werden viel zu früh geerntet, was zu einer schlechten Qualität führt. Sie sind zu süß. Wir versuchen daher, mit Agroforstwirtschaft Lösungen anzubieten, sodass der Schatten der Bäume die Reife verzögert. Viele Landwirte tun sich aber schwer, von den klassischen intensiven Anbaumethoden wegzukommen, wie immer mehr Bewässerung, mehr Pestizide, immer mehr Investitionen. Während Duprat mit seiner Arbeit dafür gesorgt hat, dass Agroforstwirtschaft in Frankreich schon recht bekannt ist, setzt sich die Idee von Bäumen auf Äckern in Deutschland
erst langsam durch. Dabei ist es auch hier ein altbekanntes Landnutzungssystem, das sowohl von Biobauern als auch von konventionellen Landwirten wiederbelebt werden könnte. Etwas, auf das die Forschung für den landwirtschaftlichen Umbau Deutschlands setzt. Gleichzeitig möchte man natürlich auch was für die Natur tun, für die Biodiversität, für die Insekten, für die Vögel, für Fledermäuse etc. Und da ist Agroforstwirtschaft einfach ein integrierter Ansatz, ein Systemansatz, mit dem man einerseits viele dieser Ökosystemleistungen, Umweltleistungen erreichen kann, aber andererseits auch produktive Systeme weiterführen kann, ohne dass ich die Flächen aus der Produktion herausnehme oder dass ich daraus irgendwelche Biotope erzeuge. Auch die vielen alten Streuobstwiesen sind eine Form der Agroforstwirtschaft. Die Bäume sorgen für Artenvielfalt und geben der Landschaft Struktur. Sebastian Fenck will die alten Bäume erhalten und seine 12 Hektar Ackerland, die er von seinem Onkel geerbt hat, mit Baumreihen bepflanzen. Ja, ich meine, die Landwirtschaftspolitik hat früher mal gesagt, da hat man Geld dafür bekommen, wenn man einen Baum rausgerissen hat aus dem Feld. Die Franzosen kriegen jetzt Geld, um wieder welche zu pflanzen. Mal schauen, wann es bei uns soweit ist. Das ist natürlich schon wieder ein radikaler Wechsel. Sebastian Fenck ist Architekt. Er wohnt und arbeitet in München. An den Wochenenden lebt er mit seiner Frau Fallet und Tochter Marie hier im Vorallgäu, den Traum von einem bescheidenen Leben auf dem Lande, in einem zum Seminarhaus umgebauten Hühnerstall. Fenck bestellt seine Äcker nicht selbst, er hat sie verpachtet. Lukas Zimander ist Biobauer und einer seiner Pächter. Um sie vollends von seiner Idee zu überzeugen, plant Sebastian Fenck eine Frankreich-Reise mit ihnen. Das wäre ja schon spannend, so eine Anlage mal, so eine ältere, anzuschauen, dass man da mal ein Gefühl dafür kriegt, wie das aussieht, und ein paar Fachleute dazu, die Erfahrungswerte haben, wie das die letzten 30 Jahre gelaufen ist. Und sich das länger beobachten. Für Zimander ist die Frage, ob der Schatten der Bäume, der sich in der südfranzösischen Trockenheit gut bewährt, auf diesen Äckern so sinnvoll ist. Wir sind hier ein sehr feuchter, nasser Standort im Vorallgäu und gerade zum Getreidekulturen dreschen. Die trocknen einfach nicht so schnell ab, wenn die ein bisschen weniger Sonneneinstrahlung im Sommer haben. Und da wird es ein bisschen schwieriger mit Dreschen. Das heißt, ich muss jetzt einfach irgendwo Biobäume kaufen? Nachdem Fenks Tochter Marie einen Dokumentarfilm über Agroforstwirtschaft gesehen hatte, brachte sie ihren Vater auf die Idee. Nun planen sie gemeinsam die Reise zu Christian Duprat. Fenck selbst hat als Kind viele Sommer auf einem Hof im Alpenvorland verbracht. Also ich fand es sofort eigentlich einleuchtend, weil ich ja in der Landschaft groß geworden bin, die bis zu einem gewissen Grad eigentlich auch sehr ähnlich einer Agroforstfläche ist. Und in irgendeiner Form fühlte ich mich da heimisch damit, mit der grundsätzlichen Idee. Ich glaube, in der Zeit war für mich Umwelt das größte Thema, das präsenteste Thema. Und schon auch mit dem Bewusstsein, dass wir wirklich handeln müssen. Ja, ich habe dann auch von der Marie verstanden, nach dem Motto, es ist ja auch immer schwierig, wenn wir sozusagen den Brasilianern und den Leuten dort vorschreiben, wie sie mit ihrem Land umzugehen haben. Und sie dürfen den Amazonas nicht abholzen und da keine industrielle Landwirtschaft machen. Und wir machen gleichzeitig dasselbe. Also wir können denen nichts vorschreiben. Und deswegen fand ich das auch überzeugend, dass dann die Marie sagt, dann muss man erst mal vor der eigenen Haustür kehren. Es ist beschlossene Sache. Familie Fenck wird zusammen mit ihren Pächtern für ein verlängertes Wochenende nach Restanclier reisen. Zurück in Südfrankreich. Cloderic Prat ist Weinbauer bei Nîmes und hat den Betrieb von seinem Vater übernommen. Auch er beobachtet die Folgen der Klimaveränderung aufmerksam. Doch er ist kein Freund von Panikmache.
Lieber probiert er neue Anbaumethoden aus und entdeckte so vor 9 Jahren die Agroforstwirtschaft. Noch verschwinden die jungen Bäume zwischen dem Wein. Ich habe mich 2003 niedergelassen. Vorher habe ich mit meinem Vater gearbeitet und meine Arbeitsweise ab 2007 geändert. Erst habe ich auf biologische Landwirtschaft umgestellt und 2013 mit Agroforstwirtschaft begonnen. Ich wollte diese Monokultur stoppen und habe deshalb nach alternativen Lösungen gesucht. Mit ca. 27.000 Litern Wein pro Jahr gehört Prat zu den kleinen Winzern, kann aber gut davon leben. Die Bäume bedeuten einige zusätzliche Arbeit. Auch sie brauchen einen Frühjahrsschnitt. Doch sie sollen langfristig den Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln reduzieren, den die Monokultur mit sich bringt. Wir sind heute enorm sensibilisiert hinsichtlich der Tatsache, dass die Böden immer ärmer werden. Es ging also darum, dem Boden wieder Leben einzuhauchen und zu verstehen, warum das mikrobielle und bakterielle Bodenleben verloren geht. Jedes Jahr pflanzt er daher mehr junge Bäume. Oliven, Linden und andere heimische Gehölze, um Humus zu gewinnen. Er hofft auf diese Weise auch den neuen Herausforderungen, wie Starkregen und Erosion, besser begegnen zu können. Schon jetzt meint er, positive Effekte zu sehen. Ich habe weniger Schwierigkeiten, nach einem Regen in die Parzellen zu kommen. Also ist die Wasseraufnahme besser. Man kann nicht sagen, dass es schnell geht mit den Auswirkungen, aber es gibt eine größere Vielfalt an Pflanzen, das merkt man. Und das ist in 2-3 Jahren passiert. Aber was sind schon 2-3 Jahre im Weinbau? Früher pflanzten die Alten einen Weingarten für 2 Generationen. Heute würde ich sagen, machen die Reben durch Krankheiten und die genetische Verarmung nur noch 25 Jahre und es ist vorbei. Das Ziel ist natürlich, dass die Reben wieder 50, 80 Jahre alt werden. Auch deswegen habe ich auf Agroforstwirtschaft gesetzt, auf Bodenrespekt, auf Agroökologie. All das auch für die Zukunft. Christian Duprat hat in Restinclière schon vor 30 Jahren Pinienreihen in seinen Weingarten gepflanzt. Er stellt fest, dass sein Wein die späten Fröste dieses Jahres gut überstanden hat. Die Folgen der Klimaveränderung sind vielfältig. Späte Fröste, aber auch extreme Hitzeperioden im Sommer. Die Bauern ziehen die Weinlese daher immer weiter nach vorne, damit die Trauben nicht zu süß werden. Doch das volle Aromaspektrum leidet darunter. Und schlimmer noch. Vor 2 Jahren wurden hier die Weinstöcke von der Hitze verbrannt, als es 45 Grad heiß war. Die, die durch Bäume geschützt waren, haben das gut überstanden. Hier haben wir Pinien gepflanzt. Sie schützen den Wein zu jeder Jahreszeit, denn sie haben Nadeln im Winter und im Sommer. Duprat ist auch ein leidenschaftlicher Botschafter in Sachen Agroforstwirtschaft. Aus aller Welt kommen interessierte Landwirte zu ihm. Morgen erwartet er die Reisegruppe aus Schwaben. Am nächsten Tag in Restinclière. Die Volkertshauser genießen ihr erstes französisches Frühstück. Dabei sind Josef Wild und Lukas Zimander, die beiden Pächter, Rico Hübner von der TU München, der das Projekt wissenschaftlich begleitet, Marina Klinke, eine Agrarstudentin, Maries französische Mutter Fallet, Sebastian und Marie. Noch gibt es manchen Zweifel. Das Wagnis ist zuerst mal, dass man schräg angeschaut wird. Das Wagnis ist, ob es so aufgeht, wie man sich das denkt, wie man das hofft, wie das in der Theorie, auch in der wissenschaftlichen Theorie, erst mal überzeugend klingt. Und kann ja auch schiefgehen. Ne? Also man hat ja ein. Man legt ein Konzept für die nächsten 60 Jahre an. Genau. Wir wissen nicht, was in 30 Jahren ist. Und das ist auf jeden Fall ein Wagnis. Mit ein bisschen Pech, wenn alles schief läuft, muss man in 20 Jahren wieder alles rausreißen. Dann ist es so, aber das ist immer das Wagnis. Ja, ich finde schon auch. Also ich meine, ich bin jetzt noch älter wie du.
Das ist was, wo man auch wahrscheinlich erst beurteilt wird, wenn man unter der Erde ist. Wir hatten in den 70er Jahren haben die ganzen Landschaften ausgeräumt. Und ich denke einfach, also, das ist eigentlich die Zeit, die schrieb, dass man da, dass man sich der Thematik annimmt und dass man wirklich wieder Leben in die Landschaft bringt. Die beiden Agrarforscher Christian Duprat und Rico Hübner kennen sich schon lange durch ihr gemeinsames Engagement für die Agroforstwirtschaft. Los geht es mit der Exkursion. Hallo. Herzlich willkommen. Moi, je parle français. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci. Au domaine de Restinclière, où nous avons mis plein d'arbres. Bäumen. Duprat erzählt unter anderem, dass er auf einem Hektar 100 Nussbäume gepflanzt hat, die, wenn sie gefällt werden, eine Rendite von bis zu 100.000 Euro bringen werden. Das überrascht die Exkursionsteilnehmer doch. Der zusätzliche Ertrag, den die Bäume als Möbelholz nach 40 Jahren bringen können, ist mehr als ein schöner Nebeneffekt. Duprat kann mit vielen überraschenden Informationen aufwarten. Seit 1995 hat er einige Versuchsfelder in Restinclière angelegt. Felder mit verschiedenen Ackerkulturen, Felder mit unterschiedlich breiten Baumstreifen oder Sträuchern und auch Vergleichsfelder ganz ohne Bäume. Für die Reisegruppe gibt es enorm viel Input, der nach 2 Stunden erstmal verdaut werden muss. Es fühlt sich gut an. Es ist unglaublich eindrucksvoll, wie unterschiedliche Versuche sie machen. Aber das muss man jetzt erstmal verarbeiten und dann umsetzen. Deswegen sitzen wir gerade über den, denken schon über unseren Plan wieder nach. Was für viele so unerhört neu daherkommt, ist im Grunde die Rückkehr zu einem uralten landwirtschaftlichen System, das Duprat seit seiner Kindheit kennt. Meine Eltern waren Landwirte in den Alpen und es gab immer viele Bäume auf den Feldern, vor allem Birnbäume und Apfelbäume mit den Kühen. Und so habe ich in meinem Leben immer Agroforstsysteme gesehen. Und als ich meine Karriere als Agrarforscher begann, wurde ich gebeten, zu schauen, ob es interessante traditionelle Systeme gibt, die man modernisieren könnte. Modernisieren oder wiederbeleben. Zum Beispiel die alten Hutewälder, die es in Deutschland früher häufig gegeben hat. In der Nähe von Regenstauf in der Oberpfalz gibt es seit einiger Zeit wieder einen. Rupert Stäbler ist studierter Forstwirt, seine Mutter Irene Tierärztin. Auf Korsika fielen ihm die Schweine auf, die dort in den Wäldern leben. Aus der Beobachtung wurde eine Geschäftsidee: Fleisch von Hutewaldschweinen. Das ist die letzte Schweinefuhre, die Rupert Stäbler und seine Mutter für diesen Sommer zur Mast in ihrem Wald aufnehmen. Am Anfang steht eine Impfung. Rechts die Spritze, links der Markierstift. Rotlauf ist ein verbreiteter Keim, den die Tiere in sich tragen und der im schlimmsten Fall tödlich ist. Die Beschäftigung mit den Schweinen führte so weit, dass Rupert Stäbler sogar über das Leben der Schweine in Freiheit promoviert hat. Ein Ergebnis war, dass die Schweine 25% des Lichttages mit Wühlen beschäftigt sind, auch wenn sie keinen Hunger haben. Das heißt, ein Schwein, das nicht wühlen kann, auf dem Spaltenboden, auf dem Betonboden oder sonst wo, ist ein armes Schwein, weil es seinem natürlichen Lebenstrieb nicht nachgehen kann. Auf 10 Hektar Wald verteilen sich 110 Tiere. So ein Leben unter schattigen Bäumen ist optimal für die Schweine. Besser noch als Weidehaltung. Ja, weil die Schweine also dringend Schatten brauchen. Die können nicht über die Haut schwitzen, die können ihre Wärme nicht regulieren wie wir. Deswegen brauchen sie eine Sohle und deswegen ist ein tiefer Schatten wichtig. Unsere Anlage soll eigentlich zeigen, was ein Schwein braucht.
Die Stäblers schauen, ob sich die Neuankömmlinge gut in die Herde integrieren. Und gleich schließen sich die Schweine zu einem Spaziergang an. Hier dürfen sie ein sehr selbstbestimmtes Leben führen. Sie beschäftigen sich auch gern einfach mit den Zweigen, Stöcken, Wurzeln. Das ist für die Schweine nach unseren Erkenntnissen ein wichtiger Bestandteil des Glücks. Zum Beispiel üben sie das Nestbauverhalten. Man sieht halt hier, da drüben haben die Schweine eine Matratze gemacht. Ich mache jetzt die Zweige auf. Das ist eine Schlafmatratze gewesen von den Schweinen. Und dafür suchen sich die Tiere solche knorrigen Fichten mit dicht herabhängenden Ästen, die Stäbler normalerweise längst entfernt hätte. Aber nicht nur die Schweine fühlen sich wohl. Im Gegensatz zu einem ausgeräumten Forst, wo Kiefern und Fichten wie auf Plantagen wachsen, bietet so ein Hutewald Platz für Artenvielfalt, wie Insekten und Vögel. Auch für die Biodiversität sind Agroforstsysteme ein Gewinn. Das beweist auch die Forschung in Frankreich. Auf den Feldern in Restanclière befestigen Duprats Mitarbeiter Fledermausdetektoren. Bis jetzt haben sie hier 5 verschiedene Arten festgestellt, die sich neu angesiedelt haben. Jeff wird also Aufnahmegeräte aufstellen, um den Ultraschall zu messen, der von den Fledermäusen ausgestrahlt wird, die nachts dank der Bäume in die Parzellen kommen. Denn Fledermäuse brauchen ein Radarecho, also Bäume, um sich fortzubewegen. Und die Rückkehr der Fledermäuse wäre besonders für den Weinanbau in Frankreich von großer Wichtigkeit. Wir haben in Frankreich eine sehr ernste Krankheit der Weinrebe, die goldgelbe Vergilbung. Das ist ein Virus, das durch die amerikanische Rebzikade übertragen wird. Wenn es keine Bäume gibt, gibt es keine Vögel und keine Fledermäuse, die die Zikaden fressen. Es ist eine sehr ernste Krankheit. Sobald in einer Parzelle auch nur ein Weinstock befallen wird, ist es gesetzlich vorgeschrieben, die gesamten Weinstöcke zu roden. Seit seiner Rückkehr aus Frankreich steht für Sebastian Fenk fest, er will noch in diesem Jahr mit der Anpflanzung neuer Bäume auf dem Acker beginnen. Welche eignen sich am besten? Die Bäume dafür kann er zwar erst im Herbst setzen, doch schon heute nehmen er und Gartenbauer Stefan Grundner ein paar für die Streuobstwiese mit. Auch Nachbarsjunge Arne packt mit an. Es müssen hohe Auflagen erfüllt werden, weil seine Pächter Biobauern sind. Und das macht die Sache schwierig. Wir sind sehr gespannt, wie das jetzt wird. Es ist zwar irgendwie ein bisschen eigenartig, so ein kleiner Baum, dass der dann bio sein soll. Also von der Baumschule, es gibt sehr wenige Baumschulen, die eine Bio-Zertifizierung haben. Also gerade Forstbaumschule ist eigentlich. Und dann soll es auch noch lokal sein. Da wird es dann endgültig komplex. Denn Biobauern brauchen biozertifizierte Pflanzen. Nur wenn sie nachweisen können, dass es keine gibt, können sie auch konventionell gezogene Obstbäume pflanzen. Bevor das Vieh demnächst auf die Streuobstwiese gelassen wird, müssen die alten Bäume von den Misteln befreit werden. Währenddessen macht sich Sebastian Fenk Gedanken über seinen Agroforstplan. Es geht dabei um eine Investition in die Zukunft, nicht um den schnellen Ertrag. Der landwirtschaftliche Vorteil, der wird sich schon in den nächsten Jahren dann irgendwann einstellen. Also diese Wechselwirkung zwischen den Gehölzen und dem Feldfruchtbau, da lebe ich hoffentlich schon noch. Das sollte irgendwie in den nächsten 10 Jahren dann beginnen. Ich persönlich habe den Spaß jetzt, sage ich mal. Sebastian freut sich, dass er nicht erst bis zum Herbst warten muss mit dem Pflanzen. Die Lücken, die durch Stürme auf seiner Obstwiese entstanden sind, kann er jetzt schon auffüllen. Stefan hilft ihm, die gemeinsam ausgesuchten Bäume zu setzen. Eine Arbeit, die für Optimismus sorgt. Man hört ja so viele negative Nachrichten. Es
so toll, wenn man dann so was Positives ins Feld setzt. So ein junger Baum kostet um die 35 Euro. Und eigentlich gibt es eine Förderung für das Anlegen von Streuobstwiesen. Aber so viele Bäume kannst du gar nicht pflanzen. Also so viel Fläche habe ich gar nicht, dass das für den Antrag sich rentiert. Also das ist. Und trotzdem machst du es? Ja, klar. Ja, man muss ja ab und zu auch nach Einsicht und nicht nach Förderung arbeiten. Statt seine Zeit mit Bürokratie zu verbringen, pflanzt er lieber Bäume. Sie speichern nicht nur CO2, sie haben auch sehr viel Blattfläche pro Quadratmeter Grund, viel mehr als das typische Ackerland. Weswegen sie auch viel mehr Wasser verdunsten und damit die Oberfläche kühlen. Ein großer Vorteil in Zeiten der Erderwärmung, weiß die Klimaforschung. Dann muss man auch sehen, dass Bäume dazu beitragen, dass man eine viel rauere Vegetationsoberfläche hat als bei so einem glatten Ackerland. Warum ist das wichtig? Weil dadurch der Austausch von Energie und Wärmeflüssen mit der Atmosphäre beschleunigt wird. Wenn der Wind anströmt und dann auf dieses Hindernis, wie die Baumreihe im Feld trifft, dann bricht sich der Wind, es entstehen Turbulenzen und dadurch kann Wärme in die höheren Atmosphärenschichten abgeführt werden und kühlere Luft von oben runter zur Landoberfläche gebracht werden, sodass Temperaturextreme da oft gedämpft werden. Agroforstwirtschaft allein, sagt Julia Pongratz, wird den Klimawandel nicht aufhalten. Aber der Effekt auf das lokale und regionale Klima macht Äcker und Felder resilient gegen Hitze und Trockenheit. Der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft, DFAF, unterstützt Landwirte, die umstellen wollen, sammelt auf seiner Webseite Agroforstbetriebe auf einer Karte und zeigt die verschiedensten Nutzungen. Zum Beispiel Baumstreifen für Hühnerhaltung oder Pappelstreifen für Energieholzgewinnung. Das Ziel der europäischen gemeinsamen Agrarpolitik GAP ist, die Landwirtschaft ökologischer und nachhaltiger zu machen. Damit regional entschieden werden kann, welche Projekte gefördert werden, wird das Geld von den einzelnen Bundesländern seit kurzem direkt verwaltet. Ganz neu hat sich Deutschland in diesem Jahr entschlossen, Agroforstwirtschaft ab 2023 zu fördern. Mit einem sehr optimistischen Ziel. Da hat Deutschland bei der EU, bei der Kommission jetzt 200.000 Hektar Agroforstfläche für die nächsten 6 Jahre angemeldet und lässt sich das quasi von der EU auch entsprechend finanziell fördern. Die EU-Förderung teilt sich in 2 Bereiche. Aus der sogenannten ersten Säule, den Direktzahlungen, gibt es aber lediglich 60 Euro pro Hektar Gehölzfläche. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 oder 10% meiner Fläche Gehölz mache, kriege ich noch 6 Euro. Dieser Zusatzbeitrag wird sicherlich nicht viel dazu beitragen, Agroforst in die Fläche zu bringen. Ein scheinbarer Widerspruch. Einerseits soll es in 6 Jahren 200.000 Hektar Agroforstwirtschaft geben. Andererseits wird eher sparsam gefördert. Wieso? Und man wollte explizit keinen Anreiz setzen. Das eine ist, was Leute, die engagiert sind, betreiben wollen. Und das andere ist das, was Leute, die spitz rechnen, daraus machen. Ein gut gemachtes Agroforstsystem am richtigen Standort ist ohne Zweifel eine Verbesserung. Aber es hängt halt wirklich auf das System, am Kontext, passt das dahin. Und da ist so eine, sagen wir, relativ pauschale Gießkannenförderung als Instrument nicht geeignet. Für eine gezielte Förderung hat der Gesetzgeber die 2. GAP-Säule zur Förderung der ländlichen Entwicklung vorgesehen. Und da gibt es deutlich mehr Geld für Investitionen. Da sollen die Landwirte einen Plan einreichen, wo sie es machen, wie es aussehen soll, und dann bekommen dann dafür das Geld. Es ist halt ein sehr viel aufwendigeres Verfahren, aber sehr viel zielgerichteter. Unklar ist allerdings noch, wie Agroforstwirtschaft von den einzelnen Bundesländern gefördert wird. Bayern hat inzwischen vorgelegt. Unter anderem gibt es für Wertholz wie Nussbäume bis zu 5.271 Euro pro Hektar Gehölzfläche. Rupert Stäbler hat keine spezielle Investitionsförderung für seine Waldschweine bekommen.
denn er nutzt seinen bereits vorhandenen Forst und hat dafür vom Forstamt das Waldweiderecht erhalten. Er sieht, wie gut der Wald den Tieren tut. Aber auch sie wirken sich positiv auf den Wald aus. Lange bevor sie kamen, hatte Sterbler tausende Buchen gepflanzt. Leider zur großen Freude der Rehe. Man sieht jetzt hier an diesem Baum, das war die Rehfraßhöhe bis hier rauf. Deswegen ist er hier so schlank. Und erst oben konnte er sich entwickeln, weil er aus dem Äser der Rehe war. Und durch die Einzäunung für den Schweinehutewall kommen natürlich jetzt keine Rehe mehr herein. Und seitdem haben wir festgestellt, dass die ganzen Buchen, die wir jahrelang fast nicht durchgebracht haben, jetzt sich entwickeln können und jetzt einen schönen Mischwald bringen. Und wir wollen natürlich hier Buchen haben, weil wir das Buchenlaub haben wollen. Das hilft, dass hier mehr Humus entsteht. Langfristig wird das Waldökosystem stabiler, wenn wir hier einen Mischbestand haben. Stabiler heißt, Artenvielfalt schützt den Wald gegen Schädlingsbefall und unterschiedliche Altersstufen machen ihn resilienter gegen Windbruch. Sterbler ist vom reinen Forstwirt zum Agroforstwirt geworden. Dieser Baum ist ein schönes Beispiel für meinen Bewusstseinswandel. Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, oh meine Güte, der hat viele Todäste, er ist knorrig oben, das wird nie ein schönes Möbelholz werden. Eigentlich könnte man ihn rausschneiden, weil es wird sowieso nicht viel. Jetzt sage ich, es ist ein schöner, starker Baum, er ist vital, er hat eine große Krone. Hier werden viele Eicheln produziert. Und wenn man das zusammenrechnet, wie viele Eicheln darunter fallen in der Regel über seine Lebenszeit, ist der Eichelertrag von dem Baum viel mehr wert als sein Holz, was er dann irgendwann nach 200 Jahren liefert. Jedes Kilo Eicheln, das die Schweine hier fressen, ersetzt ein knappes Kilo Kraftfutter, das auf Äckern wachsen muss. Für die Fleischproduktion gibt es hier also weniger Nahrungskonkurrenz zur menschlichen Ernährung. Im Juli in Volkertshaus. Inzwischen stehen die jungen Rinder von Lukas Zimander wie geplant auf Sebastians Streuobstwiese. Wie sich bald zeigte, haben sie nicht nur Appetit auf Gras. Die im April gepflanzten Obstbäumchen hatten keine Chance. Das ist ganz komisch, wie wenn sie es gerochen hätten durch das Plastik durch. Weil ich hätte nie gedacht, dass sie das Plastik runterfieseln, aber sie haben es geschafft. Aber jetzt halt kommt der Elektrozaun und dann ist Ruhe. Dann ist vorbei. Die Bäume sind hin. Im Herbst wird fängt neue Pflanzen, aber mit Elektrozaun. Solche Rückschläge können den ganz großen Plan jedoch nicht ins Wanken bringen. An diesem Wochenende findet ein Workshop mit Sebastian Fenk und seinen Pächtern statt. Vorlage ist die Masterarbeit, die eine Studentin von Rico Hübner angefertigt hat. Und es zeigt sich, dass sich in der Realität einiges anders darstellt. Wir müssen 20 Meter Abstand zum Nachbarn halten. Ich habe ja immer hier meinen Drehradius. Wenn ich in die Richtung bearbeite und in dem Moment, in dem ich dann die Anwand hier bearbeite, steht mir der Baum im Weg. Das heißt, du hättest hier auch Probleme? Nö, das vor allem beim Ausfahren. Ja, das kommt uns natürlich darauf an, wie groß wir diese Anwand machen. Optimal wäre tatsächlich, wenn man den und die vorderen Bäume hier weglässt und erst hier hinten anfängt. So eine Durchfahrt wie hier funktioniert auch nicht. Das muss auch viel zu klein. Einfach genau, über. Es muss wirklich saumäßig konsequent die 30, 32 Meter. Da ist im Endeffekt ja auch so, dass wir eigentlich die 30 Jahre in die Zukunft schauen müssen, gell? Ja. Sonst geht es wie bei dem und die Maschinen, die sind ja jetzt noch nicht am Ende, die werden auch in Zukunft noch größer werden. Genügend Platz für die Maschinen, Abstände zu den Nachbarn, Mindestabstände zwischen den Baumreihen. Es gibt vieles zu bedenken und doch sind inzwischen alle davon überzeugt, dass die Agroforstwirtschaft einen Versuch wert ist. Ich freue mich, dass es langsam konkret wird und dass da alle mitziehen und Lust drauf haben und neugierig sind. Und ich bin total gespannt, wie es in 30 Jahren ausschaut. Die kleine Arbeitsgemeinschaft in der bescheidenen Idylle von Volkertshaus hat sich vorgenommen, all den schlechten Nachrichten in der Welt mit viel positiver Energie zu begegnen. Frankreich im Juli.
Kloderick Prath hält auch nichts von Schwarzmalerei und Katastrophengerede. Trotz der Dürre dieses Jahres und obwohl es kürzlich obendrein ein ungewöhnlich heftiges Unwetter gab. Jetzt inspiziert er den Schaden. Wir hatten dieses Jahr ein Problem mit Hagel, der leider einen Teil der Ernte beschädigt hat. Natürlich die Blätter, aber auch die Trauben. Wir haben je nach Parzelle einen Verlust von 20-30% zu verzeichnen. Ich habe noch nie so einen Hagelschlag erlebt. Noch sind seine Bäume zu klein, um gegen Hagel, Hitze und Dürre zu schützen. Doch ruht seine ganze Hoffnung auf ihnen. Vor allem, wenn er an seinen Sohn denkt. Ich bin überzeugt, dass die Bäume etwas bringen werden. Das ist das Ziel, sonst würde ich es nicht machen. Und sei es nur, um Vielfalt zu bringen. Für die Zukunft werde ich diesen Weg weitergehen. Ob es der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Mein Sohn wird machen, was er will. Wenn er Lust hat, wird er weitermachen. Prath ist von dem Gedanken geleitet, dass die Erde nicht von den Eltern geerbt, sondern von den Kindern geliehen ist. Während er der Ernte in diesem Jahr noch sorgenvoll entgegenschaut, ist sie in Restanclière bereits Anfang Juli in vollem Gange. Mühelos zieht die Erntemaschine ihre Reihen. Die Bäume wurden so gepflanzt, dass sie die Maschine nicht behindern. Doch für viele widersprechen Bäume auf Äckern allem, was sie bisher gelernt haben. Für alle modernen Landwirte fühlt es sich an wie Verrat. Man muss begreifen, dass diese Bäume den Anbau nicht behindern. Sie produzieren. Sie produzieren Holz und Früchte. Und das kommt zum Ertrag des Getreides hinzu. Diese Äcker produzieren mehr als normale Äcker. Das ist also aus wirtschaftlicher Sicht interessant. Aber das muss man erklären, erklären und erklären. Trotz des schwierigen Jahres ist Duprat einigermaßen zufrieden mit dem Ergebnis seiner Ernte. Er baut spezielle alte Weizensorten an. Dieses Jahr war der Frühling trocken und das Getreide hat gelitten. Also haben wir hier einen ziemlich niedrigen Ertrag, einschließlich dort, wo es keine Bäume gibt. Besonders dort. Der Ertrag unter den Bäumen war ungefähr gleich. Also haben die Bäume ihn nicht beeinträchtigt, nicht verringert. Es hat sich gezeigt, dass sich nicht nur die Bäume, sondern auch die alten Sorten gut in Hitze und Trockenheit bewährt haben. Es ist Herbst geworden in der Oberpfalz. Die Schweine von Rupert Stäbler durften 6 Monate im Wald leben. Inzwischen bringen sie rund 150 Kilo auf die Waage. Heute werden die größten gewogen und vorsortiert. 4 von ihnen werden später zum Schlachten abgeholt. Das Geschäftsmodell Waldschweine zahlt sich jetzt im 8. Jahr langsam aus. Doch noch kann Rupert Stäbler nicht ausschließlich davon leben. Ich wünsche mir, dass es mit den Jahren mehr wird, also dass mein Einkommensanteil aus der Schweinehaltung steigt. Man kann sagen, es ist ein wirtschaftlicher Betrieb. Man wird sehen, wie es sich weiterentwickelt, weil wir sehr massive Kostensteigerungen haben. Denn er muss trotz der Eicheln im Wald Futter zukaufen. Und das ist infolge des Ukraine-Krieges teurer geworden. Früher hat der gelernte Forstwirt vom Holzverkauf gelebt. Heute hofft er, dass seine Art der Tierhaltung und die Agroforstwirtschaft insgesamt sich mehr durchsetzen. Er sieht gute Ansätze, aber da müsste schon von der staatlichen Seite sehr viel Geld in die Hand genommen werden, um da Bewegung in die Landwirtschaft zu bekommen. Also da ist ein hoher Anreiz notwendig, damit mehr Leute das pflanzen. Nicht, weil die Leute so faul sind oder so wenig beweglich sind, sondern einfach, weil der Aufwand für die Pflanzung so groß ist. Der Aufwand für die Pflanzen ist nicht zu unterschätzen. Sie sind teuer in der Anschaffung, müssen gepflegt und geschnitten werden. Und ob sie am Ende groß werden, ist auch nicht sicher. Weswegen hier auch 3 nebeneinander gepflanzt wurden. Muss man da jetzt schon eigentlich die unteren wegmachen oder hat es noch Zeit?
Das erste ist ja immer der Pflanzschnitt und dann nach einem Jahr würde dann mal schauen, wie das so angegangen ist und dann vielleicht kleinere Korrekturen vornehmen. Und sonst muss man halt immer dranbleiben. Insgesamt 380 Bäume stehen auf dem Plan. Gemeinsam entscheiden sie, wo die Bäume für die nächsten 40 Jahre stehen sollen. Das Agroforstprojekt hat die Männer freundschaftlich verbunden. Fenk hat sich für seltene alte Kultursorten wie Elsbeere und Speierling entschieden. Er hat größere Exemplare gewählt. Zu klein dürfen sie nicht sein, damit sie bei der Getreideernte nicht übersehen werden. Dafür muss er richtig Geld in die Hand nehmen. Wir haben jetzt neulich ausgerechnet, wenn wir dieses Feld und das untere Feld pflanzen, so wie es auf dem Plan ist, dann sind wir inklusive der Pflege für die nächsten 15 Jahre bei 50.000 Euro. Also wenn man die Pflege bezahlt. Aber Fenk will sich selbst um die Bäume kümmern. Eigenleistung spart Geld. Ein weiterer Beitrag, damit dieses Projekt Agroforstwirtschaft im Vorallgäu gelingt. Jeder Baum, der gepflanzt wird, ist wichtig für das Klima. Und der Umbau der Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels hängt vom Engagement vieler Einzelner ab. Ja. Agroforstwirtschaft kann nur einen kleinen Beitrag leisten zur Minderung unserer Gesamtemissionen, aber hat sehr viele positive Nebeneffekte, gerade auch auf lokaler oder regionaler Skala, für Klima, für Umwelt, auch darüber hinaus. Und hat vergleichsweise geringe Risiken. Und deswegen sehe ich Agroforstwirtschaft schon als starken Kandidaten in einem Portfolio, das wir brauchen werden, um die Klimaziele zu erreichen. Vor über 30 Jahren hat Christian Duprat den Auftrag bekommen, alte Landwirtschaftssysteme auf ihre Zukunftsfähigkeit hin zu überprüfen. In dieser Zeit hat sich das Klima bereits erwärmt. Seine Agroforstfelder jedoch halten Hitze und Trockenheit stand. Seine Bäume machen Hoffnung. Als wir mit der Arbeit begannen, hat uns jeder für verrückt erklärt. Und dann nach und nach hat sich der Blick geändert. Erst haben die Landwirte gesehen, dass so ein Anbau möglich ist. Dann haben die Forstleute gesehen, dass man die Bäume außerhalb des Waldes wachsen lassen kann. Und jetzt erkennen alle, dass es eine interessante Option ist. Und das ist ein schöner Sieg. Seine Mission ist nicht beendet. Er wird weiter dafür arbeiten, Menschen wie Sebastian Fenk und seine Freunde zu überzeugen.